Ehe ich Ihnen jetzt eine gute Nacht wünsche, liebe Zuschauer, noch zwei Tipps fürs Fernsehprogramm. Ab kommenden Donnerstag gibt es statt mörderischer Show ab 20 Uhr etwas Richtiges für Träumer und Romantiker. Denn der Löwenmensch gibt sich 12 neue Folgen lang die Ehre. Und es wird spannend, sehr aufregend und sehr schön für Catherine, Vincent und alle ihre Fans. Du warst in einem grauenvollen Zustand. Sie ist kompliziert. Unmöglich, etwas von ihr zu erfahren. Ich habe es Ihnen gesagt. Wo ist das Buch, das Maxwell Ihnen gegeben hat? Das ist alles, was wir wissen wollen. Catherine, wo bist du? Ab Donnerstag 12 neue Episoden der Kultserie Die Schöne und das Biest. Ich werde dich finden. Ich muss dich finden. Donnerstags 20 Uhr in Sat.1. Ich werde so lange suchen, bis ich dich gefunden habe. Oder bis ich zu Staub geworden bin. Kommenden Donnerstag also 12 neue Folgen von Der Schönen und ihrem Biest. Doch nun noch ein Blick auf heute Abend. Eine weibliche Verschwörergruppe, deren Anführerin die schöne Lisa ist, will für etwas kämpfen, das eigentlich doch gar keine so schlechte Idee wäre, für die Weltherrschaft der Frauen. Aber ein Mann, der hart wie Feuerstein ist, nimmt den Antifeministinnenkampf auf. Es ist geschafft. Es ist erreicht. Jetzt kann es überhaupt nichts mehr aufhalten. Nein, nicht doch, meine Damen, bitte. Ich möchte Sie zu dem großartigen Erfolg Ihres Unternehmens beglückwünschen, Lloyd. Danke, Sir. Danke. Also gut, bis dann. Und jetzt werdet ihr das Ergebnis von 37 Operationen gefunden. So, setzen Sie sich. Mein Gott, das ist er ja, wie er lebt und lebt. Na bitte, was habe ich euch gesagt? Habe ich euch zu viel versprochen? Wir fangen morgen an. Unternehmen Schwindler! Unternehmen Schwindler? Unternehmen Schwindler. Ich habe Hunger. Derek Flint, hart wie Feuerstein. 20 Uhr in Sat.1. Du hast recht, er ist im Weißen Haus, aber Crandon bittet jetzt Flint um Hilfe. Die Reaktion war ja vorauszusehen. Diese kindische, männliche Loyalität. Der Fisch da draußen, Sie sprechen noch nicht etwa. Aber Sir, ein Delfin ist überhaupt kein Fisch. Ich weiß nicht recht, wo ich anfangen soll. Die Sache ergibt einfach keinen Sinn. Ich rufe Sie gleich nach meiner Rückkehr aus der Wüste an. Aus der Wüste? Ja, ein Überlebenstest. Naja, es bedarf schon eines Mannes, der mindestens so hart ist wie Feuerstein, um die Weltherrschaft der Frauen zu verhindern. Das versucht also Derek Flint heute Abend ab 8. Doch jetzt sage ich gute Nacht, träumen Sie etwas Schönes und tschüss.